Ja, grüßt euch. Ja, wir kommen alle irgendwie gar nicht mehr hinterher mit Nachrichten. Ja. Wenn man sich jetzt unsere Qualitätsmedien anguckt, also unser Staatsfernsehen, dann ist die Kriegsrhetorik da. Da wird Russland wieder vorgelegt. Das ist typische NATO-Rhetorik, die wir hier gerade beobachten müssen. Ja, was bedeutet das? Ja, Putin hat jetzt die separatistischen Gebiete, die selbsternannten Republiken. Übrigens, nach 91 haben sich sehr viele Staaten von Russland losgesagt und haben sich auch selbst ernannt. Es war so. Da war es aber in Ordnung. Da war es in Ordnung, dass sich mehrere Länder von einem Staat losgesagt haben und sich selbst zu einer eigenen Republik ernannt haben. Was Länder dürfen, was Menschen dürfen, ja? Wenn genug Menschen sagen, ja, wir wollen unser Gebiet als unser, dann kann keiner was dagegen sagen. So, und jetzt hat der Herr Putin hat dann jetzt diese zwei Gebiete anerkannt. So, das hat der Westen schon oft gemacht, obwohl andere Staaten dann oder andere Staaten gesagt haben, nö, ist nicht. Nehmen wir mal China und Thailand. Ja. Thailand hat sich von China losgesagt. China sagt immer noch, Thailand gehört zu China. Der Rest der Welt sagt, nö, Thailand gehört nicht zu China, weil die Thailänder nicht zu China wollen. Ja, so, jetzt hat Putin aber gesagt, ja, dann sollen die ihr eigenes Land haben. Natürlich mit dem Hintergedanken, dass er die aufnehmen will, wieder in die Russische Föderation. Ist doch wohl klar. Ja, natürlich. Aber der Westen ist nicht kein Gramm besser. Die Ukraine soll ja zur NATO. Ne? Es gibt keinen Unterschied. Es existiert kein Unterschied. Nur die Rhetorik aus dem Westen ist natürlich heftiger, weil im Westen eine wesentlich höhere Inflation ist. Die USA stehen gerade kurz vor der Pleite. Das dürft ihr nicht vergessen. Die USA sind so kurz davor, pleite zu gehen. Dank einer total bescheuerten Politik von so einem wahnsinnigen Milliardär, namentlich Trump. Und nicht nur Trump, auch die Vorgeschichte, ich meine, das darf man ja nicht vergessen. Ja, da muss man ja dran denken. Aber Trump war so das Quäntchen, das Zünglein an der Waage, das den ganzen Scheiß gekippt hat. Ganz ehrlich, wenn man einen vollidiotischen Egomanen, einen psychopathischen Egomanen, also und ich gehe davon aus, dass jeder Politiker und jeder Milliardär psychopathisch ist, weil die sind nicht durch Glück so extrem reich geworden, sondern durch pure, jetzt fehlt mir das Wort dazu, ja, durch Menschenverachtung. Es ging niemals um andere, sondern es ging nur um sie. Egomanie und Psychopathie verbunden und du wirst Milliardär, weil du musst andere unterbuttern, damit du selber extrem reich wirst. Das ist meine Meinung. So läuft das leider auf unserem Planeten. Ja, Putin ist kein Heilsbringer und Biden ist nun mal, also wenn man so ein, also der Biden erinnert mich extrem an den Baden-Württembergischen. Also ich meine, wir haben lauter alte Säcke in der Politik. Menschen, die über 80 sind oder über 70 sind. Es tut mir leid, ich bin der Meinung, ab einem gewissen Alter sollte jeder Mensch automatisch, wenn er ein Fahrzeug führen will, auch eine Prüfung machen. Das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass das dann eine Gängelung ist, sondern das hat was mit Sicherheit zu tun. Und das gleiche gilt in der Politik. Bloß weil du alt bist und ein bisschen Lebenserfahrung hast, heißt das noch lange nicht, dass du ein guter Politiker bist. Ja? Weil wenn etwas klar ist, dass alte Menschen sehr schlechte Entscheidungen teilweise treffen. Ja, man kann
von älteren Menschen durchaus was lernen, wenn man offen ist. Aber man kann auch, ja, man kann auch lernen, wie man nicht sein will. Ja. Also ich bin dafür, dass jeder Politiker einen Eignungstest machen muss. Ich bin auch dafür, dass jeder Politiker mindestens 5 Jahre in einem echten Beruf gearbeitet haben muss, bevor er überhaupt seinen Arsch auf irgendeiner Bank breit sitzen darf, auf Kosten anderer. Und Politiker dürfen nicht über ihr eigenes Gehalt entscheiden, das ist auch meine Meinung. Und das geht hier nur um unser Land. Es geht nicht um diese hochgepushte Kriegsgefahr, und wir haben eine Kriegsgefahr, sondern es geht hier nur um allgemein Informationen über diese wahnsinnigen Vollidioten. Ach, ja, also wie gesagt, der Amerikaner, um nochmal auf die Kriegsgefahr zurückzukommen, die besteht, und zwar im Moment noch höher als am Anfang. Jetzt kappeln sich da zwei der größten Atommächte dieses Planeten. Der eine, der sogenannte westliche, sind die USA, also die westliche Atommacht sind die USA, die kurz vor der Pleite stehen. Und Russland ist zurzeit finanziell gar nicht schlecht aufgestellt. Ja? Die haben außerdem einen äußerst lukrativen Energieversorgungsvertrag mit China. Wenn Russland jetzt auch noch schafft, mit Indien einen Vertrag zu erreichen, dann ist dieser asiatische Kontinent auch noch mit dabei. Das ist eine Riesenwirtschaftsmacht mit einem unfassbaren Maß an Manpower. Ah ja, also Leute, wie ich schon mal öfter gesagt habe, bereitet euch vor. Wenn ihr überleben wollt, bereitet euch auf den Krieg vor. Weil es kann jederzeit losgehen. Jederzeit. Und wie gesagt, beobachtet den Balkan. Es fehlt, wie beim Ersten Weltkrieg, nur ein kleiner Funke. So ein kleiner Funke. Und dann explodiert die ganze Scheiße in einem Maß, das wir uns nicht vorstellen können. Weil alle, die den Zweiten, oder die meisten, die den Zweiten Weltkrieg erlebt haben, tot sind. Wir haben niemanden mehr, der uns vor Krieg warnt. Wir haben viel zu lange in einem guten Frieden gelebt, ohne es zu würdigen. Ich wollte bloß mir mal wieder Luft machen, weil das, was da gerade stattfindet, ist einfach... Also, nochmal. Das war's von mir bis hier. Ich danke euch fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. In diesem Sinne. Tschüssikowski. Passt auf euch auf. Es tut nämlich sonst niemand.